So, hallo Leute, nach langer Ewigkeit melde ich mich wieder zurück zum Let's Play F-Zero X. Weil es sind nur noch 3 Charaktere übrig und ich habe einfach in letzter Zeit mehrmals Mario Party aufgenommen und dann ist auch wieder was dazwischen gekommen und daher muss ich mich bei euch herzlich entschuldigen. Und ich hoffe, ihr seid mir noch treu geblieben, weil es waren jetzt gefühlte 2 Monate her, seitdem ich wieder was hochgeladen hatte. Und das ist halt der September und der Oktober gewesen. You got boost power! Und wie ihr sehen könnt, fahre ich diesen Part mit einem neuen Charakter. Und es fehlen nur noch 60 Parts. Yeah! The final lap! Und zwar mit Antonio Gaston mit seinem Green Panther. Hat von Körperfigur 1 plus. Boost ist auch gut, aber Grip ne D. 3, 2, 1. You got boost power! Es ist hammergeil, in dieses Spielerlebnis zurückzukehren. Weil das löst einfach Gänsehautgefühl aus. Finish! Excellent! Full splits! Und nun geht es weiter mit Sand Ocean. Also mit ihm bin ich sehr zufrieden. 3, 2, 1.
Yuka Fuspo! So, fire away! Ding 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 ding
Blitz! Fuß Blitz! Was wiegt über 2000 Kilo? 3, 2, 1. Das ist kein Leichtgewicht. Und das allerletzte Rennen ist Portal. Und das war wieder ein Double Kill. You got boost power. Also wie ich am Anfang gesagt hatte, dass es mir furchtbar leid tut, dass im September und Oktober keine Videos erschienen sind, weil ich hätte es mir gerne anders gewünscht, aber es konnte ich leider nicht. Aufgrund dessen, dass ich nicht so viel Zeit hatte, da war ich immer gestresst, dann habe ich halt was anderes gemacht, war halt vermehrt mit Freunden unterwegs. Und dann habe ich erst seit Anfang Oktober angefangen mit Mario Party aufzunehmen. Und erst zu dem 19. Oktober konnte ich wieder Videos aufnehmen. Und ich hoffe wirklich, dass die meisten Zuschauer, die ich hatte, nicht verschwunden sind. Ich hoffe, ihr seid stark dabei und ich verspreche euch, es werden wieder vermehrt Videos von mir kommen. Falls euch diesen Part unterhalten hat bzw. Spaß gemacht hat, das könnt ihr gerne mit Daumen hoch und Daumen runter bewerten. Und verpasst nur nicht die nächste Folge, denn da kommt wieder der Queen Cup. Also bis dann und ciao.